Freunde, was geht ab? Heute geht's weiter mit Lego Hidden Side und da schauen wir uns mal zusammen das Set mit der Nummer 70424 an, den Geister-Express-Zug. Das Set ist aus dem Jahr 2019, die Altersempfehlung von Lego ist 8 Jahre plus. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79,99 und dafür bekommt man genau 698 Teile. Aber das Set gibt es auch schon im freien Verkauf, da bekommt man es deutlich günstiger. Ich packe euch mal einen Link zu Amazon unten in die Videobeschreibung, da bekommt es gerade, Stand heute ist der 16.8., wo ich das aufnehme, da kostet es gerade 54,90, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Wenn ihr über diesen Link einkauft, entweder dieses Set oder irgendwas anderes, dann könnt ihr den Kanal noch kostenlos unterstützen, also für euch entstehen da keine zusätzlichen Kosten und mir hilft es auf jeden Fall weiter, also vielen Dank an all die coolen Leute, die das schon gemacht haben. Im Set bekommen wir dann diese Minifiguren. Und hier auf der Rückseite sieht man nochmal, was man alles bekommt. Zudem sieht man nochmal die ganzen Funktionen, die das Set dann zu bieten hat. Die testen wir aber nachher natürlich gemeinsam am aufgebauten Modell. Aber vorher werfen wir natürlich erstmal zusammen einen Blick in die Box und schauen mal, was da alles drin ist. So, in der Box hatten wir jetzt 5 nummerierte Tüten mit den Nummern 1 bis 5. Dann haben wir hier noch eine unnummerierte Tüte, da sind dann ein paar Großteile drin, zum Beispiel auch hier die Schienen. Dann haben wir leider 2 Stickerbögen, die sieht man hier mit einigen Stickern, also das ist schon wieder eine ganz schöne Menge. Und zu guter Letzt haben wir hier dann noch die Anleitung, die sieht so aus, die hat dann insgesamt 130 Seiten und hier auf den letzten Seiten sieht man auch nochmal die anderen Sets aus der Welle, die werde ich euch alle noch vorstellen, zum Teil habe ich ja schon einige vorgestellt und wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal jetzt natürlich schon mal kostenlos abonnieren, aktiviert dann am besten auch noch gleich die Glocke, dann bekommt ihr mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Gut, und ich baue das Set jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So, fertig! Hier haben wir jetzt das aufgebaute Set. Für den Aufbau habe ich so circa 1,5 bis 2 Stunden gebraucht und der Aufbau hat auch richtig Spaß gemacht und ich finde auch das Ergebnis sieht schon ziemlich cool aus, aber trotzdem starten wir heute auch wieder als erstes kurz mit den Minifiguren. Und wir starten heute auch wieder mit unseren beiden Hauptprotagonisten. Hier links haben wir einmal Jack Davids. Er ist natürlich ausgerüstet mit seinem Smartphone. Das ist ein bedrucktes Teil, genauso wie bei Parker L. Jackson hier rechts. Und beide haben auch wieder ihre typischen Kopfteile, also das Haarteil samt Mütze auf dem Kopf. Hier bei Parker eben die lila Haare, die zu Zöpfen hier an den Seiten rauskommen, mit dem Beanie oben drauf. Das ist komplett ein Teil. Und bei Jack haben wir dann eben die weiße Kapuze und darunter noch das Basecap. Das ist auch komplett ein Teil. Von ihren Outfits her hat zumindest Jack das wir schon kennen, also hier mit der roten Collegejacke, die ich aber ziemlich cool finde. Darunter noch das weiße T-Shirt und eben die schwarze Hose. Und Parker rechts hat jetzt hier zumindest eine neue Torso-Bedruckung, also die hatte ich bis jetzt noch nicht. Die Hose ist wieder die gleiche, die Jeans eben mit den Rissen an den Knien. Aber oben trägt sie jetzt immer noch ihre Kette mit dem P, aber darüber noch eine Jeansjacke, die sehr, sehr detailreich ist. Also da sieht man so ein paar Patches, einen Blitz, einen Basketball. Oben hat man noch eine Tasche und ein paar Knöpfe, also die ist wirklich sehr, sehr detailreich. Und vorhin habt ihr es vielleicht schon gesehen, die Rückenbedruckung ist genauso detailreich. Also hier gibt es auch jede Menge Sachen zu entdecken. Sind wahrscheinlich alles so Patches, so Aufnäher, also richtig detailreich, richtig cool. Bei Jack sieht man hier auch schon mal die Rückenbedruckung. Da ist jetzt nicht ganz so viel los, aber beide Figuren haben auch noch zweite Gesichter. Die sehen wir hier, die ersten Gesichter haben wir ja vorne schon gesehen. Die nächsten beiden Figuren wären links einmal JB, die Wissenschaftlerin. Auch sie ist ausgerüstet mit ihrem Smartphone und auch das ist ein bedrucktes Teil. Und rechts haben wir noch den Paul. Was es mit dem auf sich hat, das weiß ich leider noch nicht. Könnte sein, dass es einfach nur ein Passagier in dem Zug ist. Auf jeden Fall sind diese beiden Figuren auch sehr, sehr detailreich bedruckt worden. JB zum Beispiel hat wieder ihren Wissenschaftlerkittel an. Darunter hat sie ein rosa T-Shirt mit dem Frankensteins Monsterkopf. Und zudem sieht man auch hier jede Menge Details, wie der braune Gürtel, man sieht einen Stift in der Tasche. Hier unten ist er auch schon ein bisschen grün, also es könnte schon ein bisschen von dem Gloom sein. Und hier unten hat man dann noch ihr Namensschild. Aber auch Pauls Bedruckung gefällt mir richtig gut. Hier dieses karierte blaue Hemd und darunter noch ein T-Shirt mit einer Banane. Das ist auch ein nettes Detail. Zudem sieht man hier auch schon mal die Gesichtsbedruckung in der beiden Figuren. Schauen wir uns die noch kurz von hinten an. Bei Paul sieht man hier eben nochmal das karierte Muster auf dem Rücken. Und bei JB sieht man auch noch ein paar Details, also hier sieht man nochmal den Gürtel mit 2 kleinen Tinkturen und noch einem Schraubenzieher. Und zudem sieht man hier das Haarteil von ihr auch mal kurz von allen Seiten.
Und auch diese beiden Figuren haben zwei Gesichter, also einmal diese hier vorne, die schon ziemlich gut aussehen, aber die zweiten, die sind richtig genial. Und zwar bei beiden, die sehen wir nämlich hier. Paul ist sehr, sehr erschrocken und das von JB sieht einfach nur cool aus. Da, ja, sieht es irgendwie so aus, als wenn irgendein Experiment vielleicht schiefgegangen wäre oder so. Da schaut es auf jeden Fall ziemlich grimmig rein, ist auch ziemlich verschmiert an den Wangen. Und die letzten beiden Figuren sind dann hier die Mitarbeiter der Bahngesellschaft. Links haben wir dann einmal den Zugführer Chuck und rechts haben wir die Ticketverkäuferin Frau Santos. Ich zeige euch die Figuren erstmal kurz von allen Seiten. Also hier von Frau Santos einmal das Haarteil. Das werde ich nämlich dann gleich abnehmen, weil das verbirgt vorne und hinten ein bisschen was von der Bedruckung. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Weil dies bei beiden Figuren, wie ich finde, sehr, sehr gelungen. Also es sind ja beides Mitarbeiter der Bahngesellschaft. Das sieht man zum Beispiel hier oben an dem Zeichen oder auch hier bei dem Zugführer. Also das ist das Zeichen von der Bahngesellschaft. Das werden wir nachher auch noch an dem Zug sehen. Und ja, bei beiden Figuren finde ich die Bedruckung sehr, sehr gelungen. Die Torso-Bedruckung. Die Beine sind ja leider unbedruckt. Da tragen sie eben eine rote Hose. Aber ansonsten, wie gesagt, die Torso-Bedruckung ist bei beiden sehr, sehr detailreich. Ich zeige euch die Figuren nochmal kurz von hinten. Jetzt sieht man hier, dass beide Figuren leider kein zweites Gesicht haben. Gut, bei ihm würde man es ja sehen. Bei der Frau Santos, Frau Santos wäre es eigentlich noch gegangen. Aber es ist eigentlich okay. Hier sieht man zudem dann noch die Rückenbedruckungen. Und bei diesen beiden Figuren gibt es jetzt auch wieder einen zusätzlichen Kopf und ein Haarteil bzw. einen Bart. Also diese beiden Figuren werden dann wieder von Geistern besessen und ich finde diese Zubehörteile richtig cool. Vor allem hier auch der Bart von dem Zugführer ist super. Der wurde ja ganz normal zwischen Kopf und Torso gesteckt. Aber auch das Haarteil zum Beispiel bei Frau Santos sieht super aus. Auch die Gesichtsbedruckung. Und sie hat hier noch eine Laterne, ebenfalls in dieser hellgrünen Farbe. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Ich habe das Haarteil und den Bart mal kurz abgenommen, dann sehen wir hier, dass beide Figuren auch noch eine Bedruckung auf dem Hinterkopf haben. Und wenn wir uns die Figuren nochmal kurz von vorne anschauen, dann erkennt man jetzt die Bedruckung von dem Zugführer Chuck auch nochmal ein bisschen genauer. Gut, das waren also mal alle Minifiguren. Als nächstes werfen wir hier mal einen Blick auf den Bahnhof oder ja, diese kleine Haltestelle. Im Set waren ja noch vier von diesen geraden Schienen dabei. Hier hinten sehen wir dann noch einen Prellbock und das hier ist auch ein interessantes Teil, das hier rechts. Da kann man nämlich nachher den Zug dann ganz problemlos auf die Schienen auffahren lassen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch später noch. Aber vorher werfen wir erstmal einen Blick hier auf den Bahnhof, also auf diese kleine Haltestation. Hier links sieht man zum Beispiel eine kleine Treppe, die dann nach oben führt zum Wartebereich. Da sieht man dann auch einen Mülleimer und rechts haben wir noch zwei Sitze für Minifiguren. Und hier in der Mitte ist dann der Eingang in die Station. Wir sehen auch an den Fenstern und an der Tür schon überall so Splitter in dem Glas. Also das ist alles hier nicht mehr das Neueste. Und die Tür lässt sich natürlich dann nach außen hin öffnen. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Also hier ist nicht wirklich viel los. Wir sehen hier links so einen kleinen Fahrkartenautomat mit einem Aufkleber hier oben. Hier sieht man dann auch das Zeichen von der Bahngesellschaft, also den Kreis in der Mitte mit den zwei Pfeilen an den Seiten. Ansonsten ist hier nichts mehr drin. Auf dem Dach sieht man dann hier auch schon mal ein paar Kratzspuren, die werden gleich noch wichtig. Das sind alles Aufkleber, genauso wie hier das in der Mitte, Newbury Station, da sieht man ebenfalls nochmal das Zeichen von der Bahngesellschaft. Links haben wir dann noch eine Uhr, das ist aber ein bedrucktes Teil und rechts haben wir noch eine Laterne. Und jetzt gibt es hier auch noch eine coole Funktion, also diese Bahnstation kann auch wieder von einem Geist besessen werden. Dafür drehen wir dieses Schild einfach nach hinten. Dann kommt hier schon mal das Gesicht des Geistes zum Vorschein und wenn wir dann noch die Uhr hier zur Seite drehen... Und auf der anderen Seite die Laterne, dann kommen hier auch noch seine Finger bzw. die Krallen zum Vorschein. Und so sieht das Ganze dann mal von vorne aus. So, und jetzt kann ich euch mal zeigen, wie man den Zug dann auf die Schiene bekommt. Man fährt einfach über dieses Teil drüber und dann gehen die Räder hier perfekt auf die Schiene drauf. Also das funktioniert ziemlich gut und hier vorne haben wir ja jetzt noch diesen Prellbock und die Lok kann man jetzt mit dem Prellbock verbinden. Also hier vorne sieht man dieses runde Teil und das Gegenstück sehen wir hier dann bei der Lok. Also wenn man die noch ein bisschen nach vorne schiebt, dann rastet das hier auch ein. So, und jetzt schauen wir uns den Zug auch mal ein bisschen genauer an. Und ich muss sagen, der hat eine schöne Größe, also der ist ziemlich lang. Von hier vorne, von der Lok bis hier hinten zu dem letzten Anhänger, ist er ca. 44 cm lang. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an.
Und wir starten hier vorne mal bei der Lok. Also das ist so eine schöne alte Diesel-Lok. Die finde ich optisch auch richtig gut. Also schwarz, rot und ein paar goldene Details. Das sieht ziemlich gut aus. Von hier vorne sieht man dann schon mal die Scheinwerfer. Und man erkennt auch, dass hier vorne schon ein paar Kratzspuren an der Scheibe zu sehen ist. Also da ist bestimmt auch schon was vorgefallen. Hier gibt es dann auch gleich noch eine Funktion. Das zeige ich euch gleich noch. Schauen wir uns erstmal die Lok an, wenn sie noch im normalen Zustand ist. Hier von der Seite, wie gesagt, die Farbkombination gefällt mir recht gut. Wir sehen hier ein paar Aufkleber mit der Nummer 30877. Hier sieht man auch nochmal das Zeichen eben der Zuggesellschaft und hier auch noch ein paar Aufkleber mit Lüftungsschlitzen. Dann können wir hier natürlich auch noch die Tür öffnen. Dann kann man schon mal einen kleinen Blick da in den Innenraum werfen. Man sieht noch nicht so viel, weil es halt ein bisschen dunkel ist, aber wir schauen uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Von hinten sieht die Lok jetzt nicht ganz so schön aus, das sieht man dann mal hier. Hier sieht man dann auch die Kupplung, die Anhängerkupplung, wo dann die Anhänger dran kommen. Und von der anderen Seite sieht die Lok eigentlich nochmal genauso aus wie von der anderen Seite. Auch hier kann man dann die Türe öffnen, ist da ein bisschen heller drin. Und wie gesagt, von vorne sieht man hier nochmal das Cockpit mit den kaputten Scheiben. Um einen besseren Einblick in das Führerhaus zu haben, können wir hier vorne dieses Teil abnehmen. Das wird bloß von zwei Studs hier vorne gehalten und dann können wir da mal einen Blick reinwerfen. Aber hier gibt es auch noch ein paar nette Details zu entdecken. Wir haben hier zum Beispiel die ganzen Instrumente. Das ist ein bedrucktes Teil und kein Aufkleber. Genauso wie dieses kleine Teil hier unten. Und links haben wir noch einen Hebel. Und natürlich ist hier drin auch Platz für eine Minifigur. Von unten sieht die Lok dann so aus, also hier sieht man dann auch die Räder. Was sich hier jetzt unterscheidet, was neu ist, ist, dass jedes Rad einzeln befestigt ist. Früher kannte man ja diese Teile, wo die Räder eben durch diese Stange hier in der Mitte verbunden waren. Und ja, diese Teile sind jetzt eben einzeln. So, und jetzt kommen wir dann aber zu den Funktionen. Also dieser Zug kann auch wieder von einem Geist besessen werden. Wenn das der Fall ist, können wir diesen Hebel hier nach vorne drücken, dann passiert Folgendes. An den Seiten fahren hier so hellgrüne Flügel aus. Die kann man dann auch ganz leicht wieder einklappen. Dafür drückt man das einfach wieder nach hinten. Dann fahren die aus, ein, aus. Und das funktioniert auch richtig gut. Und eine weitere Verwandlungsmöglichkeit finden wir mit diesem Hebel. Wenn wir den nach vorne drücken, dann passiert Folgendes. Dann öffnet sich hier vorne der Mund mit den gelben Zähnen und wenn wir uns das jetzt mal von vorne anschauen, dann sehen die Scheiben hier vorne aus, als wenn das die Augen des Zuges wären. Als nächstes hätten wir hier dann den ersten Waggon. Hier oben sieht man dann noch einen Tank, von der Seite sieht man zum Beispiel auch noch ein schwarzes Rad und oben und unten haben wir noch ein paar Aufkleber. Den Tank in der Mitte kann man dann natürlich auch öffnen. Das sieht dann mal so aus und hier können wir jetzt noch eine Minifigur reinstellen. Und dann können wir den Tank natürlich auch wieder schließen. Hier hinten haben wir dann das Drehrad, das dann für die App wichtig ist. Also wenn man da dran dreht, dann kommen halt verschiedene Farben. Wie gesagt, das braucht man dann für die App. Die App habe ich ja schon in einem separaten Video getestet. Das Video verlinke ich euch mal oben in der Infokarte. Und hier hinten haben wir dann noch eine Plattform, da können wir dann auch noch eine Minifigur hinstellen. Hier sieht man auch zwei Monitore, das sind beides Aufkleber. Und was an diesen Wegen auch noch ganz cool ist, man kann das obere Teil ganz leicht abnehmen. Das wird nämlich bloß hier von zwei Studs gehalten. Und dann haben wir hier noch den zweiten Waggon. Ich zeige euch den erstmal kurz von allen Seiten, weil dann werde ich das obere Teil auch wieder abnehmen. Hier hinten sieht man nämlich schon zwei Türen. Die kann man so nicht öffnen, also wenn der Container hier oben drauf ist, weil dann würden die Türen hier anstoßen. Deswegen werde ich den gleich mal abnehmen. Hier sieht man auch nochmal ein paar Aufkleber auf dieser Seite und auf der anderen Seite haben wir auch schon zwei Aufkleber gesehen. Und auch der Container ist mit zwei Studs an dem Wagen befestigt, also den kann man auch ganz leicht abnehmen. Hier oben haben wir jetzt noch eine ganz coole Kanone, die kann man dann auch um 360 Grad drehen. Die sieht optisch ganz gut aus. Und die kann man dann auch ganz leicht abnehmen. Die sieht dann so aus. Weil die kann man dann hier hinten in dem Container verstauen, also man macht hier die Türen auf. Da ist auch nichts drin momentan und dann kann man diese Kanone hier hinten einfach reingeben. Das passt perfekt. Aber ich lasse die Kanone mal hier oben drauf, sieht ein bisschen cooler aus und ihr seht schon, hier hinten kann man dann auch noch eine Minifigur hinstellen.
Also das ist auch wieder ein wirklich schönes Set aus der Hidden Side Reihe. Ich mag die Reihe sowieso. Hier bekommt man eine schöne Lok und wenn man die nicht verwandelt, dann kann man die auch ganz gut in seine City stellen. Also so eine schöne alte Diesel-Lok in einer coolen Farbkombination. Aber natürlich auch mit den Verwandlungen sieht das Ganze cool aus. Nicht nur die Lok, sondern auch hinten der kleine Bahnhof, also die Haltestelle. Zudem bekommt man coole Figuren, die mag ich auch total bei der Serie. Und das alles im Angebot für 55 Euro, das ist eigentlich schon mal ein sehr, sehr guter Preis, wie ich finde, für das Set. Das ist aber natürlich alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich kostenlos machen. Gut, und das war's dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.